Darauf hat TÜV Deutschland gewartet. Ach, was sage ich, ganz Deutschland hat darauf gewartet. Unser vierfacher deutscher Jockey-Champion Bajan Musabajew ist endlich wieder zurück. Bajan, wir freuen uns sehr. Willkommen in der Heimat. Guten Tag, Thorsten, und guten Tag alle. Ich bin sehr froh, bin zurück und hoffentlich mehr Spaß macht dieser Sport und gesund bleiben. Ich bin sehr froh, wieder zurück. Wir sind vor allen Dingen froh, das hat eine menschliche Komponente, weil wir uns einfach freuen, dass du als Sportler wieder da bist, aber vor allen Dingen auch eine sportliche Komponente, weil du einfach so ein Händchen mitbringst als Jockey. Das hast du in der Vergangenheit ja schon bewiesen. Viermal deutscher Jockey-Champion. Du bist da nach Frankreich gegangen, da würde ich gerne mit beginnen. Dieser Ausflug nach Frankreich an ein Quartier wie André Fabre, das ist eine neue Kultur, das ist eine neue Sprache, es ist auch eine ein bisschen andere Art des Rennsports, muss man so sagen. Wie war das für dich das letzte Jahr? Ja, das ist die Angebot von André Fabre, dass vielleicht aus Deutschland die Jockeys keine sollten absagen, und das ich habe gemacht, und ich bin mit Trainer immer noch gut und wir versuchen zusammen kämpfen, aber französische Mentalität und alles nach Frankreich wechseln, das ist dieses Jahr war nach 30, es ist immer zu schwer, zu anderen Land zu entkommen. Aber ich finde, das ist nicht schlecht, wie 12 Black Type Rennen und 60 alle zusammen gewonnen für erste Jahre, das ist super. Ich meine, das ist in Deutschland auch beim Anfang waren so viele nicht gewonnen. Aber später wieder aufgemacht wegen Japan. Ich muss Champion werden in Deutschland, weiter zu Japan machen und dann das überlegen für den nächsten Schritt und dann mit Fabre geredet und auch gute Angebot von Astroblüte dann später gemacht. Wieder zurück. Was würdest du sagen? Natürlich, glaube ich, hättest du dir gewünscht, du hast gesagt, das war erfolgreich in Frankreich, da hast du absolut recht, aber vielleicht hättest du dir gewünscht, dass es noch ein bisschen länger auch weitergeht. War das, weil der ein oder andere Großbesitzer gesagt hat, nein, ich habe meinen eigenen Jockey? Ja, das ist, wie sagen, dass ich bin glücklich mit dieser Leistung, dass Leistung ist es nicht so schlecht und weiterzumachen können, aber ich bin in Deutschland der Champion geworden, alle von mir gewartet, genauso in Frankreich. Das ist unglaublich schwer, das für jeden. Ne? Wenn du bist Champion, kommst du dahin und du kannst du nicht direkt diese Leistung Champion werden in einem anderen Land. Das ist keine Jockey, das macht nicht einfach. Ne? Und viele Leute das gewartet, ne? Das ist ein bisschen falsch, aber ich bin sehr froh, dass du den Schritt gemacht hast. Und ja, genau. Ja. War es denn für dich so zwischenmenschlich? Hast du Deutschland ein bisschen vermisst da drüben? Ja, natürlich, das ist hier, ich bin lange Zeit und Erfolg, alles und viele Freunde und deutsche Leute, das ist wie, ja. Familienrennsport, dass das ein bisschen gefällt im Ausland. Was ganz lustig ist, ich habe eine Karikatur in TÜV Times gesehen jetzt in den letzten 24 Stunden. Da sieht man eine Menge deutsche Star-Jockeys, die das Tor quasi zuhalten und du kommst gerade mit dem Rollkoffer an. Ich habe dich vorhin gesehen, wie du mit dem Rollkoffer angekommen bist, dann hatte ich das sofort vor Augen. Ist das so, dass deine Kollegen schon so ein bisschen gefürchtet haben, dass du zurückkommst? Nee, das ist meine Fühlung, dass nicht so. Die Kollegen alle ist froh und ich habe gerade gesehen, ich bin sehr glücklich und da, das meinte ich nicht so. Wenn du jetzt mal bei den Jockeys schaust, Damen wie Herren, wen würdest du denn so als Freund bezeichnen, wirklich im deutschen Sport? Ja, ich kann nicht jede sagen die Namen, aber für mich, ich habe keine Ratte, Stress, keine und das, ich bin mit alle freuen. Das ist kleiner Rennsport. Wir sehen, müssen sie alle freuen sein. Und ich habe dich gerade in der Jockeystube natürlich gesucht und dann hast du intensiv mit André Starke gesprochen. Was hat er dir gesagt? Ja, ich bin wie, egal wie Erfolg oder so, aber ich immer akzeptiert und ich habe immer Respekt von André. Und André früher war in Japan auch und wegen Japan wird geredet. Andras war alles auch geschaut, die viele Rennen, dann ab Japan gesprochen. Dann lass uns mal über Japan noch sprechen. Dazwischen gab es auch Auftritte in Dubai zum Beispiel, im Dubai World Cup Tag. Du bist im Dubai World Cup geritten. Wie bewertest du es dort? Weil aus der Ferne habe ich wirklich auch viel Bewunderung für dich empfunden. Da gab es viele Postings auf Social Media und du hast dort auch sehr, sehr große Erfolge gefeiert.
Ja, wir sind, die Leistung war sehr voll. Jede glücklich mit dem 5. Platz. Eigentlich fährt bleiben sollte in Japan. Und dann später die Zeit gewechselt und wir können da hingehen. Aber Geld zu verdienen, das 5. Platz, World Cup, das ist für Besitzer, für die Trainer, ist ein großer Erfolg. Und, aber diese Wechselung nach Deutschland, das ist auch ein bisschen bringt. Von ich, wenn ich machte Japan weiter so, dann kriege ich für internationale Rennen so, solche Chancen für große internationale Rennen von Japan. Und das ist auch eine Tür, das kann weitermachen. Aus Frankreich würde es schwierig, ich bin zu Japan jedes Jahr gehen. Das heißt, zur Erklärung, der Champion zum Beispiel bekommt die Einladung, dann eben in Japan zu reiten, genau, und geht es so um Lizenzen. Das ist mehr Chance, von Deutschland zu Japan machen und Kombination zusammen mit deutscher Saison und japanischer Saison, das passt genau sehr, sehr gut. Weil japanische Saison bis Winter und der Sommer ist es ein bisschen ruhiger. Dann kann ich Sommer hier machen und Winter Japan machen. Wie ist denn die japanische Mentalität? Für mich ist es ganz gut, jede so menschlich, so freundlich, und für mich ist es einfacher mit ihm. Wenn ich kann ich nicht reden, aber so freundlich, jede freuen sich zu helfen zu dir, und das ist, ich meine, gut. Das heißt, du hast dort auf Englisch kommuniziert, oder wie muss man uns das vorstellen? Natürlich Englisch kommuniziert und auch ich ein paar Worte gelernt von diesen 2 Jahren dann. Aber diesen freut sich, wenn konnte nicht sprechen, aber trotzdem zu wollen, zu helfen dir, und das ist gutes menschlich. Sehr schön. Jetzt bist du wieder zurück. Wann genau bist du gelandet hier in Köln? Gestern Nacht um 10 Uhr bin ich zurück in Köln. Und heute Morgen warst du schon in Stall Astrablüte oder noch nicht? Ja, heute Morgen Stall Astrablüte geschaut und dann Vorbereitung Rennen, immer noch ein bisschen stressig. Heute am 9 Rennen und alles muss vorbereiten. Das bisschen Zeit. Was hat denn Familie Schirken gemacht? Haben sie dir irgendwas, jetzt fliegen hier schon die Blätter, haben sie dir irgendein besonderes Geschenk gemacht? Willkommenstorte oder sowas? Nee, alle sind freut sich, ich bin kaum zurück, und heute Morgen, bis alle arbeiten im Stall, da war ich bin dazwischen da, dann ist jede Arbeit, die haben sie zu viel Zeit, aber ich bin morgen Hallo gesagt und dann weggegangen wieder. Bajan, jetzt hast du ja als klares Ziel ausgegeben, ich möchte wieder Champion werden. Wir drücken alle Daumen, logischerweise. Du hast auch eine gute Beziehung zu vielen, vielen Besitzern in Deutschland, was ja wichtig ist. Du hast auch ein sehr, sehr tolles Gespür fürs Pferd, besser als so manche andere. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch dein Erfolgsgeheimnis. Privat möchte ich nur eine Frage stellen. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ich weiß, der Familienwunsch, der schlummert schon ein paar Jahre auch bei dir. Wie sieht es mit der Familienplanung aus? Familienplanung, meine Bruder und kleine alte, die kleine Schwester, sie sind schon verheiratet und ich bin immer noch, aber muss, die Zeit ist, kommt, aber ich habe noch nicht bald keinen Plan. Aber definitiv Familie ist ein Ziel für die Zukunft. Ja, natürlich, das ist in Kasachstan, das ist ein bisschen traditionell, es ist bis 35 ist es, meisten Leute haben zu Familie, und dann ist, wie sagen meine Mama, deine Kinder dann zu klein, zu, wenn du bist alt, musst du zu lange arbeiten im Alter. Dann muss ich bis 35 hoffentlich. Auch da wünschen wir dir natürlich nur das Beste. Du wirst eine tolle Frau finden für die Familiengründung. Was sind deine Ziele abschließend für dieses Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Vielleicht an großen Rennen nebst dem Championat? Ja, natürlich, Championat ist es auch ein Auge wegen Japan, und natürlich, ich machte was können wir machen, mehr Leistung, und jeder, was Vertrauen mir in seine Pferd, so, sollte ich Beste machen für ihn. Aber so ein Derby-Sieg wiederholen wäre schon schön. Ja, natürlich, jede große Rennen, das Gruppe 1 Rennen, das ist super, aber ich sage, jede Pferd, das ist für mich ist wichtig. Ist, wenn ich Ausgleich 4 oder Gruppe 1, das ist, die Leute vertrauen, da muss ich machen. Du wirst dich gleich vorbereiten auf den Renntag. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Tore Hammer Hansen ist im Moment der Führende des deutschen Jockey-Championats. Wie erlebst du Tore?
Mit Tore, ich bin nicht viele Rennen geritten, aber von aus natürlich ist es ein guter, talentierter Jung. Dieses Jahr macht er so eine gute Leistung. Natürlich wird es Spaß. Mehr Konkurrenz machen wir noch besser. Das ist wichtiger. Sehr schön. Also, Hans und Bein, ich danke.